Hallo, Professor. Hey Professor. Hallo Harper. So, Auto ist Ich repariert. habe Ihr Auto repariert. Oh, wunderbar. Ist der Schutzanzug soweit? Ich arbeite dran. Fabelhaft. Ich arbeite dran. Okay, was haben wir denn? Wir haben einen Schutzanzug, der schon diesen roten Der Streifen Anzug hat hat. jetzt einen roten Streifen. Fehlt nur noch das AHC-Logo. Das Logo. Okay. Da war ich letztes Mal ein bisschen schneller drauf gekommen. Und zwar haben wir hier ganz viele Plakate, wo wir uns einfach mal ein Logo Ha! rausschneiden. Das könnte funktionieren. Fällt bestimmt nicht auf, wenn wir einfach nur so ein aufgeklebtes Logo da drauf Super haben. Klebefix. Starker Stoff. Die Spitze ist verstopft. Ah. Okay, abschneiden. Wenn ich die Spitze abschneide, kann ich den verstopften Kleber lösen. So, wer sagt's denn? Wer kennt das nicht? Ich glaube, jeder von uns hatte irgendwann früher, wenn man noch mehr gebastelt hat in der Schule und so, mindestens eine total verstopfte Dose Uhu, bei der man immer wieder oben die übrig gebliebenen angetrockneten Klebereste abschneiden musste. Okay. Wie klebrig. Gut, drauf. Ja, das sollte klappen. Sieht so aus, als hätte ich mir einen ziemlich überzeugenden RHC-Anzug gebastelt. So, so. So, der Anzug ist auch fertig. Können wir auch nochmal Bescheid sagen? Hey So. Professor. Hallo Harper. Der Anzug ist soweit. Ich glaube, der Anzug ist soweit. Wunderbar, Harper. Gut gemacht. Exzellent. Dann haben wir ja alles. Außer, trotz größter Bemühungen, ist es mir bisher nicht Was? möglich gewesen, den Standort des RHC-Camps auszumachen. Was? Sie wissen nicht, wo das Camp ist? Nun, ich weiß, dass es irgendwo außerhalb der Stadt ist. Warum hörst Na du dich toll. nicht mal um? Ich bin sicher, irgendjemand muss etwas gesehen haben. Na gut. Also, wir können die Stadt noch nicht verlassen, weil der Professor nutzlos ist. Nein, er hat einfach nicht herausgefunden, wo wir überhaupt hin müssen. Das wäre ja relativ wichtig, wenn man die Stadt verlassen will. Gut. So, an dieser Stelle war ich relativ aufgeschmissen, weil ich nicht mehr wusste, was wir noch erledigen können. Wir haben den Anzug, den brauchen wir außerhalb der Stadt. Wir haben das Auto, damit kommen wir raus, aber wir wissen nicht, wohin. Und dann habe ich noch mal überlegt, Halliwell, die wollten wir ja eigentlich im Hotel finden, haben sie aber noch nicht gefunden. Und nach ein bisschen Rumprobieren bin ich drauf gekommen, die Leute noch mal abzutelefonieren, weil wir mit ihm und den Leuten unten in der Bar keine neuen Worte mehr wechseln können. Blieben eigentlich nur noch die Hotelgäste. Und wir hatten ja bei der Zeitung angerufen. Und haben ja herausgefunden, dass Halliwell tatsächlich Reporterin ist. Das heißt, Reporterin, er hier fällt weg und er fällt auch weg. Und Isaac fällt auch weg. Das heißt, wir hatten nur noch drei Frauen, vier Frauen abzutelefonieren. Und ja, ich würde sagen, das machen wir einfach mal. 5, 5, 2, 3, 6, 8, 13. Hallo, Dr. Wells? Hier spricht die Rezeption. Ich will für Sie hoffen, dass das jetzt was mit Biofiltration zu tun hat. So, die Frauen im Hotel. Wir vermuten einfach mal, dass eine von denen doch die Halliwell sein muss und unter falschen Namen hier eingecheckt ist, aus Sicherheitsgründen. Die Frauen kann man alle auf einen interessanten Artikel in der Zeitung ansprechen. Zusätzlich zu erwarten Sie zufällig eine Nachricht. Das konnten wir, glaube ich, alle Hotelgäste fragen. Machen wir doch mal. Ich habe heute einen interessanten Artikel in der Zeitung gelesen. Ging es in diesem Artikel, und lassen Sie mich hier ganz deutlich werden, ging es in diesem Artikel um Biofiltration? Nun ja. Gut. So viel dazu. Dann machen wir doch mal die nächste oder eine der nächsten. Hallo, Ursula James? Hier ist die Rezeption. Was wollen Sie? Artikel? Ich habe heute einen interessanten Artikel in der Zeitung gelesen. Die Port Nicola Times hat einen spannenden Bericht über das Yelltown-Fieber gebracht. Haben Sie das? Ich weiß nichts über diese Krankheit. Ich bin Ornithologin und nur hier, um Vögel zu Ja, beobachten. na klar. Sie sollten den Artikel lesen. Selbstverständlich. Er ist sehr interessant. Ziemlich gruselige Geschichte. Er ist total langweilig. Er ist interessant, sagen wir mal. Er ist sehr interessant, sehr gut geschrieben, sehr informativ. Tja. Die Port Nicola Times hat immer mal wieder gut recherchierte Artikel. Ach, so ein Zufall. Was hat das mit mir zu tun? Ja, Ich das bin nur wüsste eine ich ganz Ornithologin. gerne. Offenbar wurde ein seltener Steinadler in dieser Region gesehen.
So, ist das wirklich der Grund, weshalb Sie hier sind? Haben Sie schon den Yellowtail-Adler gesehen? Na gut, Sie sind eine Ornithologin. Wir sind mal ein bisschen skeptisch. Das ist wirklich der Grund, weshalb Sie hier sind? Ihre Versuche, mich zu bedrängen, laufen ins Leere. Auf Wiederhören. Warten Sie! Was? Ich glaube, wir haben sie gefunden. Ich weiß nicht mehr, welche Option ich hier genommen hatte. Ich habe jemandem ein Versprechen gegeben. Ich habe eine Nachricht. Entschuldigen Sie bitte die Aufdringlichkeit. Wir haben hier eine Nachricht. Ich habe eine Nachricht. Eine Frau wollte Sie treffen. Sie lag im Sterben. Was? Sie lag im Sterben? Verdammt. Na gut. Versuchen wir es vielleicht nochmal von vorn. Okay. Das ist eine gute Idee. Miss Halliwell, ich habe eine Nachricht für Sie und ich glaube, sie ist ziemlich wichtig. Können wir uns treffen? Mir klingelt schon das Ohr von der ganzen Telefoniererei. Also gut, von mir aus. Okay, geh runter in die Hotelbar und warte dort auf mich. Woher weiß ich, dass Sie nicht einfach das Hotel verlassen? Gar nicht. Warum sollte sie einfach das Hotel verlassen? Ich meine, die Nachricht ist ja wahrscheinlich wichtig, oder? Also, na gut, wir gehen mal runter und warten dort. Ist sie. Sind Sie Halliwell? Ich heiße Harper Pendrell. Du hast eine Nachricht für mich? Ich will wissen, was hier vor sich geht. Vor wem verstecken Sie sich? Erstmal will ich wissen, was hier vor sich geht. Vor wem verstecken Sie sich? Die Nachricht, oder das war's hier. Hier, bitte. Oh, Fräulein Knallhart. Wie bist du daran gekommen? Puh, keine schöne Geschichte. Mir ist diese Frau begegnet. Sie, ich glaube, sie war mit dem Fieber infiziert. Sie war zu krank, um weiterzulaufen. Verdammt, Patty. Erzähl mir die ganze Geschichte. Ich habe den RC-Notruf gewählt. Oder warum erzählen Sie mir nicht, was hier los ist? Naja, wir wissen ja, wie sie darauf reagiert. Wir sind mal ehrlich. Ich habe den RC-Notruf gewählt. Bevor sie sie holten, bat sie mich, ihnen diesen Umschlag zu bringen. Wie kommt's, dass die RHC-Leute dich nicht auch mitgenommen haben? Ich bin, weggelaufen. Du bist weggelaufen? Im Ernst? Ja, gesunder Überlebensinstinkt. Was, wenn du dich angesteckt hast? Keine Sorge. Ich habe mich testen lassen. Mir geht's gut. Ich war seit Jahren nicht krank. Mein Immunsystem verteidigt mich wie ein Ninja. Ja, ganz, also können Sie bitte toll. Mit dieser Geheimagentennummer aufhören und endlich mit mir reden? Ich vertraue dir nicht, Pendrell. Was ich auch schon gesehen hatte, die beiden sind erstaunlich auffällig im Partnerlook, oder? Also die schwarzen Haare, die grüne Jacke, die blaue Jeans, die Sneaker. Das ist schon irgendwie ein bisschen auffällig, ehrlich gesagt. Die sind, die sehen sich sehr, sehr ähnlich. Okay, was steht denn drin? Und? Wir durften ja nicht lesen. Was steht drin? Schwer zu sagen. Scheint verschlüsselt zu sein. Irgendein Code oder eine Formel. Hier stehen Nummern und wellenartige Symbole. Was soll dieser 3-Fragezeichen-Blödsinn, Patty? Naja, ich dachte, wir haben hier Geheimhaltung und so. Ist das nicht ein ziemlich wichtiges Thema? Man kann nicht einfach die ganze Story aufschreiben. Wer weiß, wer den Brief in die Finger bekommt. Ich glaube nicht, dass das ein Code ist. Wer war diese infizierte Frau? Okay, bis später. Wir fragen mal nach der Frau. Wer war diese infizierte Frau? Eine gute Reporterin gibt niemals ihre Quellen preis. Aber ich weiß doch schon, wer sie ist. Ich weiß bloß nicht, wer sie ist. Lass mich wissen, wie du damit so vorankommst. Na doch, ich glaube nicht, dass das ein Code ist. Ich glaube nicht, dass das ein Code ist. Das nicht? Sind elektronische Symbole. Ach so. Scheint irgendwas mit Radiofrequenzen zu tun. Na Mensch. Was ist los? Bist du jetzt Rundfunktechniker? Ich bin einfach nur ein neugieriger Bastler. Ich spiele auch ganz gern mit Radiozeugs rum. Wie dem auch sei, ich brauche deine Hilfe nicht, Bastler. Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass Sie meine Hilfe bei der Nachricht brauchen. Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass Sie meine Hilfe bei der Nachricht brauchen. Wissen Sie, ich habe jede Menge Elektronikkram zu Hause. Lassen Sie mich einen Blick auf die Nachricht werfen? Woher soll ich wissen, dass ich dir vertrauen kann? Sie können mir vertrauen. Naja, eigentlich kann sie es nicht wissen. Sie muss es halt drauf ankommen lassen, ne? Sie können mir vertrauen. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Und um jemanden zu hintergehen, bin ich zu blöd. Aber mit Elektronik kenne ich mich ganz gut aus. Und ich um jemanden Gefühl, zu hintergehen, bin ich zu blöd. Schuldig. Das finde ich sehr witzig. Na gut, aber schreib's dir ab. So ehrlich muss man dann auch schon mal sein, ne? So, wir haben die Nachricht abgeschrieben. Lass mal einen Blick drauf werfen. Aha, okay. 180 Grad. Hier sind Gradzahlen. Da sind irgendwelche anderen Zahlen. Hier ist noch eine große Zahl.
Der Ort, an dem wir vorher ja ganz schön viel rumprobiert haben, war unser Funkgerät zu Hause. Und das macht jetzt endlich einen Sinn, weil wir damit jetzt mal weiterkommen. Wir sind ja, so wie es aussieht, der Einzige, der hier so eine Monstrosität an Funkgerät zu Hause rumstehen hat. Das heißt, wir können das jetzt endlich auch mal... Nein, das war falsch. Wir können das jetzt endlich auch mal ordnungsgemäß benutzen. So, einmal da rein. So, da sind wir wieder zu Hause und wir wollten das Funkgerät benutzen. Endlich hat das blöde Ding einen Sinn. So, dann gucken wir doch mal. Das wird jetzt ein bisschen nervig mit den Geräuschen. Wir haben hier verschiedene Zahlen und wir haben hier verschiedene Frequenzen. Hier sind Gradzahlen daneben. Ich glaube nicht, dass ich das tun kann. Doch, das machen wir jetzt. Was man hier schon sehen kann, hier sind zweistellige, dreistellige und vierstellige. Das heißt, es wird nicht schwer, das zuzuordnen. Bei den zweistelligen brauchen wir 35,45. Stopp, da war's. Da. Und 180 Grad. Hoch, 180. So, die stimmt schon mal. Dann... 1402 und 295. 1402 und 195. Na, na. Ah. So, das ist schon Fummelarbeit hier. Und dann haben wir noch 982 und 54. 982. So, fast, fast. Da. Und 54? 54. So, die Zahlen stimmen. Das sieht jetzt hier sehr komisch aus. Und so, und dann habe ich hier noch rum überlegt, was kann man jetzt überhaupt noch machen? Man kann hier noch umschalten, scheint aber keine nennenswerte Auswirkung zu haben. Und, was ich vorher nicht gesehen hatte, das habe ich erst mit Leertaste rausgefunden, man kann hier noch drehen. Und da müssen wir ungefähr auf diese 1300 und noch was kommen. Das heißt, wir drehen das hier mal hoch, da. So ungefähr, da irgendwo hin. Okay, ich habe gerade meinen Fehler gesehen. Es waren nicht 195, sondern 295. Da muss man natürlich auch nicht so lange rumprobieren. Also nochmal. Jetzt. Na, da haben wir es hey, doch. Was ist das? Feldstudie Phase 1. Was zur Hölle? 31. Juli. Yelltown-Einheit. Yelltown? 5. August. Arbutus Hill-Einheit. Was ist das? Feldstudie Phase 3. 11. August. Ich hole Halliwell lieber her. Und? Was halten Sie davon? Sehr interessant. Gut gemacht, Harper. Ich bin schon über eine Menge Sender gestolpert, aber noch nie über sowas. Das Datum zu Yelltown, das ist heute. Das ist ein bisschen beängstigend, oder? Was hat das zu bedeuten? Ich glaube, das bedeutet, dass heute Abend hier irgendetwas passiert. Aber was? Genau das würde ich gerne herausfinden. Puh, eine Feldstudie, das klingt nicht sehr gut, ehrlich gesagt. Das klingt nach... Ja, Versuchsreihe oder sowas. Hat das was mit der infizierten Frau zu tun? Wäre es vielleicht besser, die Stadt zu verlassen? Ich glaube, es wäre definitiv gut, die Stadt zu verlassen. Wäre es vielleicht besser, die Stadt zu verlassen? Nein, ich kann hier jetzt nicht weg. Ich bin genau da, wo ich für meinen Artikel sein muss. Wenn irgendwo etwas Entscheidendes passiert, muss ich genau dort sein. Danke für deine Hilfe, Harper. Ich weiß das zu schätzen, wirklich. Ich bin übrigens Jane. Danke. Ich bin Harper. Ja, das hat sie doch gesagt. Ach ja. Hey, vielleicht kannst du mir bei etwas helfen. Wie denn? Hast du eine Ahnung, wo das Behandlungscamp der AHC ist? Ah. Schon möglich, dass ich das im Rahmen meiner Recherchen herausfinden konnte. Bestimmt. Ich muss es finden. Es ist wichtig. Ein Bekannter, er ist Wissenschaftler, versucht ein Mittel gegen das Yelltown-Fieber zu finden. Vertraust du ihm? Auf jeden Fall. Ich kenne ihn schon mein ganzes Leben.
Tja, das ist also die Person, die wissen könnte, wo wir hin müssen, weil sie natürlich recherchiert hat. Du schreibst also einen Artikel über das Yeltown-Fieber. Wir fragen nochmal. Du schreibst also einen Artikel über das Yeltown-Fieber? Ich versuche es, aber ich komme nicht so richtig weiter. Ich habe es beim RHC-Behandlungscamp probiert. Aha, sie war also da. Sie hat nicht mal mit mir gesprochen. Nun habe ich auf Informationen von Patty gehofft. Naja, du weißt ja, wie das lief. Aber dieser Funkspruch hat eine Vermutung bestätigt. Irgendwas stinkt zum Himmel in Yeltown. Ja, oh, allerdings. Das ist nur Mrs. Danmans Tigerkätzchen. Sehr witzig. Okay. Oh, wir können sie noch ein bisschen was fragen. Das hatte ich beim letzten Mal nicht gemacht. Was weißt du über das Fieber überhaupt? Was weißt du über das Yeltown-Fieber? Über die Krankheit selbst? Vermutlich nicht mehr als du. Niemand weiß, was es ist und wie es sich verbreitet. Wir wissen nur, dass es tödlich verläuft. Mhm. Und das schnell. Senatorin Thurlow sagt, die RHC hat es geschafft, die Krankheit zu isolieren und behauptet, ja, alles sei das unter Kontrolle. Sie. Plötzlich bekomme ich aber eine seltsame Nachricht von einer Informantin, die mich bittet, nach Yeltown zu kommen. So, so. Also, was hat die Senatorin denn damit zu tun? Was genau hat Senatorin Thurlow damit zu tun? Liest du keine Zeitungen? Lass uns für einen kurzen Moment annehmen, dass ich das nicht tue. Du kennst sie. Sie ist diejenige, die eine weltweite Gesundheitsinitiative zur Auslöschung aller Krankheiten gründen will. Oh, wow. Ja, die ist aber ambitioniert. Der Gesundheitsausschuss des Repräsentantenhauses. Ich habe sie interviewt, damals, als sie zur Vorsitzenden gewählt wurde. Sie ist eine kluge Frau. Thurlow hat der RHC hier in Yeltown die Verantwortung übertragen. Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Es hört sich nicht an, als wüsste sie, was sie tut. Beziehungsweise es hört sich nicht an, als wüsste sie, was die RHC hier so tut. Aber das wollen wir ja gerade herausfinden. So, du bist also hergekommen, um deine Informantin zu treffen. Ja, Sherlock, hast du gut kombiniert. Du bist also nach Yeltown gekommen, um deine Informantin zu treffen? Unter einem falschen Namen. Patty bat mich, vorsichtig zu sein. Sehr vorsichtig. Patty, ist das die Frau, die... Genau. Allerdings ist dieser Funkspruch nun alles, was ich habe. Ich weiß weder, wer sie war, noch was sie mir sagen wollte. Das ist natürlich nicht gut. Ich glaube nicht, dass die Zeitung das selber gemacht hat. Hat die Port Nicola Times dich nach Yeltown geschickt? Naja, ich bin Freelancerin. Schick. Nein, Freelancen bedeutet Tiefkühlpizza. Viel Tiefkühlpizza. Aber ich glaube, ich bin hier auch an cool. was dran. Ich habe das einfach im Gefühl. Wenn ich diese Story bringe, müssen sie mir eine Festanstellung geben. Vielleicht sogar eine eigene Kolumne. Okay. Was ist so schlecht an Tiefkühlpizza? Gar nichts. Naja gut, sie wollte damit natürlich nur sagen, dass es nicht so rosig ist, wie es sich vielleicht anhört. Na gut, vertraust du der RHC nicht? Ich meine, wer vertraut dieser RHC denn? Vertraust du der RHC nicht? Ich bin mir nicht sicher. Die RHC ist das erfolgreichste medizinische Privatunternehmen der nördlichen Hemisphäre. Sie haben schon ähnliche Krisen problemlos meistern können. Aber? Kein Aber. Ich habe nichts Konkretes gegen sie in der Hand. Es ist nur so ein Gefühl... Das große Aber ist natürlich, dass sie ein Privatunternehmen sind und der auch irgendwo mit ihr Geld verdienen müssen, ne? Also, wo ist denn das Camp? Also, wo ist dieses RHC-Camp? Ich sag dir was, Harper. Ich werde dir zeigen, wo das Camp ist. Ja, perfekt. Gut. Aber ich komme mit. Was? Warum? Du hast vor, in das Camp einzubrechen, oder? Was? Nein. Nein, niemals. Auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Okay. Naja... Solltest du planen, dich dort hineinzuschleichen, rein zufällig? Du ein paar Fotos für meinen Artikel machen. Super Idee. Oh, okay. Das wird die Sache für die Polizei bei meiner Festnahme vereinfachen. Hey, wenn du wissen willst, wo das Camp ist... Okay, okay, wir machen es so. Aber keine Fotos von mir. Wunderbar. Wann brechen wir auf? Wir sind soweit. Gehen wir.